Und zwar müssen wir jetzt zu Professor Hackett. Mit was denn? Geht's dir gut? Weißt du nicht, wer ich bin? Zenobia Noak, das Mädchen, das alle in der Schule grundlos hassen. Alle hassen dich? Warum? Weil Hogwarts voll von Tyrannen und Spielverderbern ist. Leander Pruitt ist der Schlimmste, dieses untalentierte Mondkalb. Ich wollte Freunde finden, also habe ich meine Sammlung in den Gemeinschaftsraum gebracht. Meine Koboldsteinsammlung. Ich hatte gehofft, jemand würde mit mir spielen. Kennst du Koboldsteine? Kleine Kugeln, wie Murmeln. Ein tolles Spiel. Wenn du verlierst, bespritzen sie dich mit stinkender Flüssigkeit. Klasse. Koboldsteine? Das klingt nach Spaß. Ich lüge das wollte mal. ich den anderen auch erklären. Menschen können so grausam sein. Nur weil sie mit stinkender Koboldsteinspucke bespritzt werden. Dabei haben sie doch verloren. Imelda ist eine der schlimmsten. Aber Everett und Astoria sind auch schrecklich. Und jetzt wär's haben gut. diese schlechten Verlierer meine Koboldsteine an hohen Orten überall in der Schule versteckt. Oh. Da haben sie aber ziemlich überreagiert. Allerdings. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich sie allein zurückholen soll. Hätte auch gereicht, ich wenn die. glaube, ich kenne die nötigen Zaubersprüche noch nicht. Aber jemand Talentiertes aus der 5. Klasse könnte mir sicher helfen. Ich glaube, überreagiert schon irgendwo, weil man hätte auch einfach nicht mehr mitspielen können, wenn man so scheiße findet. Hast du eine Idee, wie man deine Koboldsteine aus ihren Verstecken holen kann? Dann könnte ich sie ja gleich selbst holen. Wer meine Koboldsteine versteckt hat, kam ja auch da hoch. Hast du keine Freunde? Hast du keine hat sie Freunde eigentlich zwar schon gesagt, Schule? Aber egal. Nicht wirklich. Nati hat mal Hallo gesagt, aber seitdem kein Wort. Okay. Mal sehen, was ich tun kann. Das wäre wirklich toll. Komm bitte wieder zu mir, wenn du alle meine Koboldsteine gefunden hast. Bald kann ich wieder ganz allein Schlangengruben und Boccia-Koboldstein spielen. Okay. Alter, sind das viele. Ich glaube. Es steht jetzt, dass die gesperrt ist, ne? Das müssen wir zuerst machen, oder? Oh Gott. Ich wollte gerade sagen, ich mache das mal so nebenbei. Aber dann machen wir das jetzt eben zuerst. Ist ich ja sollte kein nachsehen, Problem. Ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Also irgendwie gehen die Wegpunkte nur hier hin. Ist das da einer oder was? Wie geht das jetzt noch? Das ist einer von Zenobias Koboldsteinen. Ich verstehe nicht, was der Aufruhr soll. Dann mal weiter. Ich lauf einfach mal der Map nach. Die enttäuscht uns ja selten. Bisher eigentlich noch nie tatsächlich. Huch. Hier ist auch irgendwo so ein Flo. Ich glaube, da oben, ne? Flo-Reise-Netzwerk. Gedöns hier. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Dann wieder runter. Das kann ein klein bisschen dauern, habe ich das Gefühl. Naja, Koboldsteine finden, ne? Irgendwer muss es ja machen. Achso, nochmal runter. Die sind ja doch eigentlich noch relativ dicht beieinander scheinbar. Achso, ich hätte den Treppe hochgemusst. Entschuldigung, mein Fehler. Ich finde die Punkte noch ein bisschen dicht am Rand immer gesetzt. Das ist manchmal nicht so direkt zu erkennen im Augenwinkel, ob man da jetzt die Treppe hoch muss oder dran vorbei. Eigentlich sieht man es zwar, wenn man genauer hinguckt, aber so beim flüchtigen Blick drauf ist es manchmal nicht so ganz einfach zu erkennen.
wieder so ein Rätsel. Egal, ich hole jetzt erstmal die Steine, weil das hält mich sowieso nur 10 Stunden auf. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Oh, okay. Gut, die Treppen entstehen. Jetzt kann man da runterfallen. Anscheinend ja nicht, nur sonst wäre es wahrscheinlich schon. Aber das ist auch saugeil gemacht. Das muss man sagen. Also sprinten darf man hier scheinbar nicht. Jetzt so im echten Leben, meine ich. Die ist ganz schön sportlich. Ich sollte nachsehen, ob ich an hohen Orten in der Schule Zenobias Steine finde. Accio! Ich sage ja immer, Eisen erweitert den Horizont. Okay. Und der letzte? Ist der hier? Ja, doch, der muss da drin sein, ne? Dem bin ich gerade ein bisschen blöd. Ich finde den nicht. Ah. Der letzte von Zenobias Koboldstein. Ich sollte zu ihr gehen. Jawohl. Dann kehren wir mal zu Zenobia zurück. Zu Zenoba. Noch mehr Flohflammen entdeckt. Langsam kommen wir ein bisschen rum hier im Schluss. Ach so. Überall diese Rätsel. Muss man noch ein bisschen über die Rätsel hier nachdenken. Da gibt es ja wahrscheinlich auch irgendeinen Trick 17, denke ich. Ist doch ein gutes Stück zu laufen. Hätte ich auch die Flohflammen nutzen können. Wo hat die sich denn versteckt? Wenn ich hier schon draußen bin, muss ich einmal kurz gucken. Okay, über die Brücke muss man sich auch erstmal trauen. Was ein Weg. Ich hoffe, du hattest mehr Glück als ich bei der Suche nach meinen... Hallo, Zenobia. Ich habe deine Koboldsteine. Wirklich? Das hatte ich nicht erwartet. Wie hast du das geschafft? Ich bin halt gut. Gesunder Menschenverstand und etwas Magie. Und? Gibst du mir meine Koboldsteine? Nein. Natürlich. Es sind ja schließlich deine. Oh, wie toll. Die kann man tatsächlich behalten. Ich werde alle meine zukünftigen Siege dir widmen. Danke. Da fällt mir ein... Obwohl irgendjemand im Gemeinschaftsraum Lust auf ein Spiel hat, jetzt wo ich meine Steine wieder habe?
Ach komm, ich will das mal gespielt haben. Es war ganz schön anstrengend, sie wiederzuholen. Ich bin sicher, es findet sich jemand, der mit dir spielt. Ja, nicht wahr? Oh, wir werden so viel Spaß miteinander haben, wenn all die Verlierer besprüht werden. Und ich nicht. Also gut, los geht's. Wünsch mir Glück. Okay, die hat gar nicht mich gemeint. Ich dachte, ich soll jetzt mit der spielen. Weil da sonst keiner Bock drauf hat. Gut. Kann ich dann jetzt mit dieser Hauptmission hier weitermachen? Ja, ich sehe immer noch, dass die gesperrt ist, aber wieso? Ich musste doch irgendwo die Professor Hellkit, das ist ein Auto, keine Ahnung, die treffen. Verstehe es gerade nicht, wo ich hin muss. Hellkit, genau. Ja, aber wo ist die... Wie erlerne ich den denn? Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Incendio lernen, ja. Und wo? Gut, dann jetzt, ich glaube, jetzt habe ich's. Dann können wir jetzt dahin. Das ist ein bisschen umständlich. Gut, dann laufe ich mal dahin. Oh, ist also gerade da. Okay. Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut. Professor Feig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt... vielseitig. Ja, aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Nee, weiß ich nicht. Gut, dann laufe ich mal jetzt dahin. Ist viel Läuferei im Spiel. Gekreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Das hört sich etwas merkwürdig an. Muss ich sagen. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass man viel laufen muss. Dann sieht man wenigstens auch mal was von der Welt hier. Weil die ist echt schön gemacht. Das muss man sagen. Ah, das ist der Gryffindor-Turm. Interessant zu wissen. Hui. Dann warte ich mal hier. Kann ich dir helfen? Sebastian meint, ich soll mit dir über einen Club sprechen. Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Freut mich zu hören. Sebastian ist auch kein schlechter Duellant. Ist sicher ein Erlebnis, euch zwei in Aktion zu sehen. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben?
Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Das hört sich so falsch an. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Ja, Duelle sind ein unterhaltsamer Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du einen Partner mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Ja. Lass mich antreten. Fantastisch. Möge das Feuerwerk beginnen. Oh Gott. Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Das kann gut sein. So spricht gelbe Schilde mit Kontrollzaubern wie dem Levitationszauber Levioso. Zielanvisierung R3 erlaubt es dir, Gegner ohne Ziel zu verfolgen. Nutze R, um dein Ziel während des Anvisierens zu wechseln. Alles klar. Jetzt muss ich mich nochmal einarbeiten, wie es mit dem Verteidigen und so weiter geht. Ja, okay. Ach, Quatsch. Ah, fuck, ey. Ich muss mich noch mal ein bisschen in die Steuerung einfinden. Okay. Hat schwach angefangen, aber ging ein bisschen besser. Gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Warum ist er eigentlich der Einzige, der den Sebastian nennt und nicht Sebastian? Bist du noch der nächste Schulchampion? Klasse, ich bin dabei. Sehr gut. Das zweite Duell kann losgehen, sobald du bereit bist. Als vollständig eingeweihtes Mitglied hast du nun Zugang zur offiziellen Übungspuppe der gekreuzten Stäbe. Damit kannst du gut Zauberkombinationen meistern. Komm deswegen einfach zu mir. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Ich hoffe, du kommst wieder. Ja. Hallo, Lucan. Steht die nächste Runde der gekreuzten Stäbe schon? Aber natürlich. Das wird ein äußerst spannendes Duell. Und? Nächste Runde? Ich bin bereit. Los geht's. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Ja, Sebastian. Dann kann's ja losgehen. Hat er immer uns gut geklappt. Bereit für dein Ende? Verzeihung. Jetzt sind wir ja zu dritt. Oh Gott. Eigentlich hätte jetzt ein Hufflepuff gefehlt, statt zu wibbeln. Besprich violette Schilde mit Kraftzaubern wie den Aufrufzauber Akio. Ziel ein. Das ist ein Unterschied. Oh Gott. Das muss ich mir jetzt noch merken. Zielanvisierung R3, bla bla. Ach so, nur der.
Ich muss mir merken, wann welcher Schild. Das ist ein bisschen schwierig. Jetzt hab ich aus Versehen Lumos statt Protego gemacht. Sag ich dir stressig. Bravo! Ich habe alles gegeben. Das hast du wirklich. Du warst den anderen Duellanten zwar schon aufgefallen, aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Das ist in der nächsten Runde 4. Du solltest überüben, wenn du die nächste Runde gewinnen oder wenigstens überleben willst. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Ich will gar keine. Eine Runde Training. Hallo Lugan. Kann ich mit der Puppe üben? Oh. Natürlich. Ich hole sie und gebe dir eine Liste mit Kombinationen zum Üben. Ich will nicht mit der Bist Puppe du bereit, üben. Es zu probieren? Das wäre wundervoll. Wirke all deine Zauber, bevor die Puppe landet. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Wirke Akio und dann 4 aufeinanderfolgende Basiszauber. Sehr gut gemacht. Gut so. Genug geübt, würde ich sagen. Du hast dich gut geschlagen. Danke, Lucan. Ich finde, man erkennt seine Schwächen besser beim Üben als im Duell. Jetzt bist du eine furchterregende Gegnerin. Danke. Aufgabe erledigt. Und jetzt? Kehren wir zu Professor Hecke zurück. Was ist das da für ein Turm? Turm der Verteidigung gegen die dunklen Künste. Verdammt, ich muss wieder die Treppe hoch. Ich hoffe, Mr. Brattleby konnte sie unterbringen und dass sie erfolgreich in ihren Bemühungen waren. Ja. Ich habe ihre Aufgaben alle erledigt, Professor Hackett. Schön. Dann sollten sie nun bereit sein, Incendio zu lernen. Ja. Sollte, Professor? Ja. Leider habe ich genug unvorsichtige Kollegen im St. Mungo Hospital besucht, um zu wissen, dass Feuer ein launischer Diener ist. Ihre Zauberkunst hat mich bisher beeindruckt. Aber konzentrieren Sie sich bitte. Es wäre mir lieb, die Lektion ohne brennende Roben zu beenden. Mir eigentlich auch. Denken Sie daran, die Zauberstabbewegungen sind entscheidend. Kutschen und wedeln. Und halten Sie den Zauberstab ruhig. Incendio. Neuen Zauber freigeschaltet. Du hast genug Zaubersprüche gelernt und musst dein Zauberset mit Incendio ausrüsten. Dazu musst du ihn mit einem anderen Zauberspruch austauschen. Gut gemacht. Achso, hier nochmal. Hä? Achso, halte R2 gedrückt, vielleicht sollte ich lesen. Um einen Zauber oder Gegenstand zu benutzen, musst du ihn zuerst zu deinem Zauberset hinzufügen. Füge jetzt Incendio hinzu, bewege den Zeiger über Incendio, halte R2 gedrückt und tippe auf die entsprechende Schallfläche an der Stelle, an der du ihn platzieren möchtest. Ach so. Was mache ich denn weg?
Aktuell brauche ich hier wahrscheinlich selten Lumos, ne? Mache ich auch zumindest nicht mehr aus Versehen nur Lumos im Kampf statt Protego, wenn ich mich hier vertippe. Sie werden besser. Bleiben Sie dran und versuchen Sie, sich nicht zu verbrennen. Ich versuch's. Ich sollte Professor Fick wissen lassen, dass ich Incendio gelernt habe. Na, dann gehen wir mal zu dem zurück. Was ist da unten das? So viele Symbole auf der Karte und es werden immer mehr. Und ich habe von keinem eine Ahnung, was es ist. Sind das nur die Rüstungen? Kann ich das hier ähnlich gegen irgendeinen Schüler machen? Ist aber auch schon krass, wie die kämpfen, ne? Einfach mal so im Spaßduell so Incendio jemanden in Flammen steckt. Ist doch kein Thema, ist ja nur Spaß. Der redet nicht mit mir. Der fühlt sich nur als was Besseres. Da sind sie ja. Auf dem Boden geschlafen, der steht da, lässt mich und dann, oh, sind sie ja. Hallo, Sir. Es freut Sie sicher, dass ich mit Professor Hackett meine Verteidigungszauber geübt habe. Ja, sie sagte, dass Sie Ihren neuen Zauberstab sehr gut im Griff haben. Sie müssen weiter mit ihr und den anderen Professoren an Ihren Fähigkeiten arbeiten. Dennoch möchte ich unseren Besuch in der Bibliothek nicht weiter verschieben. Nun... Fahren wir fort? Fick! Es gibt Arbeit. Los! Professor Black, ich habe Sprechstunde. Das muss warten auf unbestimmte Zeit, wie Ihre Schülerin. Ich hätte gedacht, dass Sie nach all dem Ärger wegen Osric gerne Wiedergutmachung leisten wollen. Mein Büro! 5 Minuten! Der Mann ist ein Ärgernis. Leider muss unser Ausflug in die verbotene Abteilung noch ein bisschen warten. Aber Professor... Wir haben keine Wahl. Es wäre unklug, unseren illustren Schulleiter weiter zu provozieren. Ich suche sie auf, wenn ich das hinter mir habe, was ich ertragen muss. Die arme Sau. Um die verbotene Abteilung zu gelangen, muss ich Sebastian Sello davon überzeugen, mir zu helfen. Er ist nie weit vom Unterrichtsraum für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich sollte ihn dort suchen. Kannst du mir eine WhatsApp schicken und fragen, wo er ist? Sebastian hat doch die verbotene Abteilung erwähnt. Vielleicht hat er ja eine Idee. Ist das richtig? Nee, so rum. Ob ich mich in diesem Schloss jemals orientieren werde, ist, das steht noch in den Sternen. Sebastian, da bist du. Da bist du ja. Du hast mir eine Erklärung für den Vorfall in den 3 Besen versprochen. Victor Rookwood interessiert sich nicht für viele Schüler. Was hat es damit auf sich? Ich bin ihm nie begegnet. Vielleicht verwechselt er mich mit jemandem. Wenn du meinst, ich will dir nicht auf den Pelz rücken, aber irgendwann musst du mir sagen, was los ist. Du könntest mich brauchen. Und warum hast du mich gesucht? Ich muss etwas für Professor Fig finden, aber es ist in der verbotenen Abteilung. Kann er es nicht selbst holen? Er wurde im letzten Moment von Black wegbeordert. Ich könnte warten, bis ich wieder von ihm höre, aber... Du willst Initiative zeigen. Genau. Du sagtest, man müsse nur schlau genug sein, um in der verbotenen Abteilung nicht erwischt zu werden. Das bin ich auch. Triff mich heute Abend vor der Bibliothek und sag's niemandem. Was, wenn man uns in der verbotenen Abteilung erwischt? Wir müssten nachsitzen. Lass dir vor allem eins gesagt sein. Meide Peeves, den Poltergeist, unter allen Umständen. Neben der mutwilligen Zerstörung von Schuleigentum ist ihm nichts lieber, als Schüler wie uns zu verpetzen.
Muss ich mir Sorgen um die Bibliothekarin machen? Madame Scribner toleriert keine Heimlichkeiten inmitten ihrer wertvollen Bücher. Also solltest du zusehen, dass du ihr aus dem Weg gehst. Sie und ich haben unsere eigene Geschichte, aber ich kann mich gegen sie behaupten. Du vielleicht nicht. Ja, hast du gesagt, deswegen musstest du auch, hättest du eigentlich nachsitzen müssen, ne? Danke, Sebastian. Bis später dann. Warum kann man das jetzt abends machen? Triff dich abends in der Haupthalle mit Sebastian. Kann gut sein, dass wir den irgendwann gebrauchen können und dem eigentlich alles anvertrauen sollten, aber ich vertraue niemandem einfach so. ja, auf jeden Fall hört sich das an, als könnte es etwas komplizierter werden. Aber das werden wir wahrscheinlich trotzdem irgendwie meistern.